Jo moin Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2, der zweiten Season. Und wer hätte es gedacht, heute habe ich es mal nicht versemmelt, Hallo zu sagen. Und wir sind hier am Aquatic Center von Erkrad, wo wir beim letzten Mal so ein bisschen mit den Tropic Hotel Assets rumgespielt haben. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht geworden. Und deswegen denke ich mal, wir suchen uns heute nochmal einen weiteren Stück von Erkrad, weiteres Stück Erkrad raus, das wir dann halt eben mal entwickeln. Wie wäre es hier mit den Häusern da vielleicht gleich? Mal schauen. Weil die kann man ja auch vom Ufer aus sehen. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Denn ich habe hier noch ein schönes neues Asset. Mal gucken, ob ich das gleich finde. Ich glaube ja. Hier nämlich von vom Kollegen James T. Gamer. Ich gehe mal ein bisschen rein. Und da kriegen wir Baustellen-Assets. Sie sind zwar englischsprachig, ne? Road closed, Umleitung. Ne? Aber ich finde es trotzdem großartig, weil wir haben vor allen Dingen das hier. Ja, genau. Und sowas zum Beispiel. Oder sowas. Oder das da. Und das sind alles so Dinge, wo ich sagen würde, geil. Darauf habe ich eigentlich schon seit ewig und drei Tagen gewartet und deswegen können wir da halt eben auch mal ein bisschen mit rumspielen. Finde ich zumindest. Und ich bin ja mal sehr gespannt, was wir damit machen. Aber jetzt wollen wir erstmal anfangen, hier nochmal ein bisschen Erkrad weiter zu verhübschen, um dort halt eben einfach auch das Ganze nochmal ein bisschen voranzutreiben. Ja, ich glaube, wir nehmen jetzt hier dieses Stück, das ist das nächste und dann können wir da mal so ein bisschen dann herumtüdeln. So, als erstes würde ich auch hier beikommen und so ein bisschen mal die Hecken vereinheitlichen. Ich finde diese Wursthecken einfach nicht schön. Ich könnte jetzt auch natürlich beikommen und könnte die Dekos weglassen, aber ich meine, dadurch habe ich schon mal sowas hier und all solche Sachen, ne? Und es sieht ja auch wunderbar aus und deswegen machen wir es einfach so hier und zack. Und schon ist die Wursthecke weg. So soll das sein. Finde ich 20 mal besser. So, und hier und da und das sieht nicht so gut aus, wenn ich das so machen würde. Deswegen machen wir es jetzt so. Schwips. So. Passt gleich viel besser. Hier nochmal dasselbe. Mal richtig zu. Ja, wir machen das mal so. Da haben wir ja auch noch Hecke und der Eingang zu diesem Haus ist ja hier seitlich. Da. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm und schon gar nicht schlecht, wenn wir den hier vorne, also das wäre mir alles zu klein geworden. Deswegen machen wir das jetzt so und da bin ich dann 20 mal lieber dann so unterwegs und dann gehen wir hier an die Büsche ran. So. Und das ist dann, glaube ich, ja, das ist okay. Okay, so, dann sind wir jetzt hier erstmal heckentechnisch sind wir schier. Das finde ich auch in Ordnung. Ich weiß noch nicht, was wir hier so mit dem machen. Ich glaube, gegen die Küste hin ist das okay. Wir können vielleicht mal ein paar von den Bäumen wegmachen, die hier oben nochmal so ein bisschen vereinzelt hinsetzen und hier unten auch eher so diesen Kies- und Schotterstrand machen. Ich glaube, wenn dann das Ganze hier vielleicht auch ein bisschen durchgängiger zu halten, weil hier hinten kommt ja auch wieder so ein Kies- und Schotterstrand. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Gehen wir erstmal hier rein und machen da nochmal einen Weg nach draußen. So. Ein bisschen kleiner das Ganze. Okay. So. Und den hier erstmal ein bisschen zu asphaltieren. Oh, ich glaube, ich weiß. Oh ja, ich glaube, ich weiß, was wir da machen. Da müssen wir mal. So, wir haben hier doch ziemlich viele Mehrfamilienhäuser.
Und Mehrfamilienhäuser brauchen ja auch so ein paar Parkgelegenheiten und all sowas. Und ja. Da könnte man jetzt natürlich überlegen. Warte mal, wir können uns mal angucken. Wir haben natürlich diese hier, ne? So, die sind aber natürlich halt eben ziemlich angeranzt. Das ist grundsätzlich ja nicht schlecht, aber das ist hier eigentlich doch eine ziemlich gepflegte. Ups. Das ist hier doch eine ziemlich gepflegte Nachbarschaft. Und deswegen finde ich, gehe ich mal hier hin. Apropos, wollte ich euch noch sagen, mittlerweile sind auch die Weihnachtsmarkt-Assets von Siri hier entsprechend angekommen, ne? Also was haben wir hier? Wir haben hier eine, auch hier einen Weihnachtsbaum. Vernetzer, wir haben hier diese Betonblöcke, die ja jetzt spätestens seit dem Berlin-Attentat halt eben auch überall zu finden sind. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Schönste, aber sie gehören tatsächlich mit dazu. Da werden wir noch ein paar hinschmeißen. Überdimensionierte Zuckerstange. Und auch hier dann unterschiedliche Bütchen. Was ich an diesen Bütchen schöner finde, ist halt eben einfach, ihr seht's, die Innengestaltung, ne? So, und wie üblich bei Siri seht ihr selber, ne? Größe der Hütte, 1, 2, 3. Guck, auch hier gibt es drei unterschiedliche Größen. Okay, wunderbar. Die Textur. Das ist die Außentextur, ne? Guck mal hier, ne? Also wenn du dann nach drinnen guckst, Einrichtung ist halt eben auch, gibt's auch drei verschiedene. Finde ich klasse. Großartig. Den haben wir jetzt schon gebaut, aber ich möchte halt eben tatsächlich dann später vielleicht nochmal einen zweiten da hinsetzen. Finde ich ganz, ganz großartig. Gefällt mir. So, aber zurück zu unseren Garagen. So, und da machen wir hier einfach, nehmen wir das, was bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert hat als Garage. Das warst nicht du. Das ist höchstens ein Carport. Nein. Da. Da ist das Ding. Den ziehen wir maximal aus in die Länge und dann haben wir hier unsere Garage. So, und dann machen wir mal Folgendes. Ich nehme mal hier ein bisschen Platz, ungefähr so. Genau. Und dann können wir hier jetzt mal. Warum ist das so komisch? Das dürfte doch eigentlich gar nicht. Ah, natürlich. Natürlich dürfte es sein, weil es ist hier wahrscheinlich noch nicht. Wie ich es mir dachte. So. Okay. Prima. So, und jetzt nochmal wieder zurück zu denen hier. Dann machen wir hier ein bisschen Platz, weil da kommt dann nochmal so, kommt dann nochmal Müllplatz hin. Und jetzt müsste das passen, habe ich recht? Jetzt passt es auch und es sieht ganz wunderbar aus und der. Halten das hier mal ein bisschen spannend, indem wir hier jetzt beikommen. Und jetzt kommen wir hier, da geht's lang und so. Ein bisschen von oben bitte. Okay, sehr gut. Okay, haben wir das. Dann haben wir hier jetzt schön mal ein paar, Garagen. Was wir jetzt dann machen werden, ist, wir werden das Areal noch mal ein wenig abgrenzen.
Und der Fußweg geht hier so dann an den Garagen lang. So. Und damit ist dieses Areal jetzt hier erstmal grundsätzlich angelegt und wir gehen hier jetzt rein und holen uns nochmal eine Maltextur. So, sehr schön, nicht? Da haben wir dann gleich noch ein bisschen Platz für Detailarbeit. Okay, und der wird sich hier sicherlich auch noch einen Zaun hinziehen wollen, weil auch nicht, dass die Leute die ganze Zeit hier durch seinen Garten gerannt kommen. So, okay, das sieht doch erstmal ganz nett aus. Und hier brauchen wir dann natürlich auch einen Müllplatz mit nicht allzu ulkig aussehenden Mülleimern. Und hier kommt noch so einer mit rein. Okay, dann, da wir hier noch ordentlich Platz haben, würde ich sagen, machen wir hier nochmal ein paar Mietparkplätze unter freiem Himmel hin. Ich denke mal so an die 5, ja. Okay, das ist in Ordnung. Dann haben wir hinten. Hier noch ein paar Fahrradständer hin. Und hier ist so kleine UMTS-Mast. In Ordnung, das ist okay. Na komm, bleib fertig. Guck nochmal. Okay. So ein bisschen Schrott und so.
das da. Und so, okay, prima. Das haben wir da denn jetzt. Das sieht auch erstmal ganz grundsätzlich okay aus. Lass mal sehen. Auch hier können wir noch. Bisschen so, dann haben wir das so hier stehen und hier machen wir mal auch noch ein paar hin. Okay, so. Okay. Das ist in Ordnung. Und hier ist mir gerade etwas eingefallen, was wir machen werden. Ich will mal einen Schluck trinken hier. So, und zwar etwas, das ich so auch überhaupt noch nicht gemacht habe, was aber auch total einleuchtend ist und ich trotz alledem irgendwie nicht bedacht habe, aber hey, was soll's. Gefällt mir noch nicht so ganz. Warte mal. Machen wir hier hoch. Das Ganze. Ah, okay, ja gut, das ist unser Problem. Nee, dann komm. Dann lass. Dann machen wir das anders. Dann lassen wir das erstmal ebenerdig, grundsätzlich. Machen jetzt mal die Erde wieder weg. Nee, der natürlich nicht, sondern der hier.
das ist besser. So. Ja, da kommt ein Bus durch. Okay, ich wollte ihm gerade sagen, fährt da jetzt ein Bus durch? Kann ich diese Straße benutzen? Und die Antwort ist nein. Stattdessen gehen wir jetzt hier hin. Weil ich glaube, auf dem Stück checken. Also es kommt zumindest erstmal kein Bus durch. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt hier bei und holen uns mal nochmal den Mad Hatter ran. Und nehmen mal das hier. Shit. Das ist so ein bisschen abschüssig, ne? Aber ich glaube trotzdem, dass es okay aussieht. Ja, ich glaube, das ist doch okay. Wobei die Traffic Cones, da gibt es schönere bei dem hier. Wo sind die Biester denn jetzt schon wieder? Unser Grader. Cone! Meine Güte. Und dann hätte ich gerne noch... Das ist natürlich schön doof. So.
So, und dann können wir hier nochmal beikommen und dann haben wir das Diversion, fand ich eigentlich ganz cool. So. Jetzt können wir hier beikommen. Hier noch ein bisschen Kram rum. Und hier hätte ich gern noch ein bisschen Werbung. Na, das ist ein bisschen groß, um es da direkt vors Haus zu stellen, oder? Okay, aber wir haben hier jetzt erstmal grundsätzlich eine Baustelle, die bearbeitet wird. Da wird halt eben ein bisschen Zeug auch gelagert. Wunderbar. Gehen wir einmal zurück in die Straße von eben. So, fährt er da auch richtig? So, der hält jetzt an. Sehr schön. Sehr schön. So, wunderbar. Das passt mir doch ganz gut. Und ich habe nochmal hier drüber nachgedacht. Was machen wir hier jetzt? Ich wollte nochmal die Maltools gucken. Das ist jetzt der echte Field Plopper, ne? Da muss ich, das geht dann so und das ist nicht so gut. Also suchen wir mal in den Maltools. Hier ist Mais. Da sind sie doch. Da
Dann machen wir doch hier jetzt mal ein bisschen Lavendel hin. Ja. Schön, und hier. So. Dann machen wir hier auch noch mal ein paar Leute hin, ne? So kann man es doch machen. Feini! Okay. Das lassen wir jetzt, glaube ich, erstmal so. Die Frage ist, ob wir mit dem Bereich hier noch ein bisschen was anfangen können. Nee. Das ist jetzt nicht ganz so das Gelbe vom Ei, wie ich es gerne hätte. Was könnten wir mit diesem Bereich anstellen? Lass mal schauen. Oh, nicht schlecht. Als Text, nicht als Textur, sondern als Placeable Object. Das habe ich bei Train Fever gehasst. Aber hier, guck dir mal die an, die sind auch hübsch. Da kann man noch durchaus was mitmachen. Ja, da überlegen wir uns noch was, wo es dann auch wirklich richtig schön passt. Bisschen groß, ne? Thank you.
Nee, es gefällt mir nicht. Es will nicht so zünden, die Idee. Das schon eher. Ja, das können wir so nehmen. Das ist irgendwie, also wir haben in der Nähe bei uns auch tatsächlich irgendwie relativ verloren auf einmal in der Gegend rumstehend, auch so ein durchaus ähnliches Gebäude. Und glaube, es gehört den Wasserwerken, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das da irgendwie die zentrale Steuerung irgendwie auf der Ecke ist oder sonst was irgendwie. Und deswegen machen wir das da jetzt noch mit hin. Machen es vielleicht auch noch mal ein bisschen gerade. Vom Terrain. Ups, naja, ist jetzt nicht so schlimm. Aber stimmt, hier immer N-Trucks, die habe ich ja auch noch, ne? Da kann man auch noch mal bei Zeiten ein bisschen was mit anstellen, aber ich will eigentlich jetzt hier eher was anderes haben drauf. Okay, und dann kommen hier jetzt noch ein paar Bäume. Vorsichtig. Nicht zu wild. Thank you.
Ups. Okay, und ich würde sagen, das ist erstmal gut. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses ganze Stück mal so ein bisschen eingenordet. Hier ist dann auch noch ein bisschen was rübergewachsen. Da müssen wir halt eben auch noch mal ran. In der nächsten Folge dann wahrscheinlich. Und dann geht es hier noch runter. Und dann haben wir hier noch das die schöne Lavendelwiese. Ja, das macht mir doch persönlich durchaus sehr viel Spaß. Das ist schon mal gar nicht so falsch. Gehen wir aber nochmal hier eine Runde hin. Und enden an dieser Stelle. Und deswegen möchte ich mich jetzt auch bei euch bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denn, und ich bin raus.